live aus dem Mediencenter. Hier ist Herbert Schalthoff. Ja, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Heute gab Stadtentwicklungssenatorin Blankau bekannt, die Stadt ist sich über die Grundzüge der Entwicklung der sogenannten neuen Mitte Altona mit dem Investor ECE einig. Deshalb verzichtet die Stadt auf die Ausübung ihres sogenannten Vorkaufsrechts. Sprich, die ECE kann die 45.000 Quadratmeter, die sie jüngst von Holsten gekauft hat, behalten. Die ECE Projektmanagementgesellschaft kennen Sie übrigens alle. Dem Unternehmen aus der Otto-Gruppe gehören in ganz Deutschland viele große Einkaufszentren. In Hamburg zum Beispiel das Elbe oder das Alstertal-Einkaufszentrum. Ist nun also alles gut in Altona? Kann es endlich bald losgehen mit dem Bau von den ersten 1.600 Wohnungen im ersten Bauabschnitt, die die Stadt doch so dringend benötigt? Oder ist die heutige Nachricht über die Einigung vielleicht doch weniger gut, als es zunächst scheinen mag? Denn zumindest theoretisch wäre ja denkbar gewesen, dass die Stadt das Quartier selbst baut. Mit dem Verzicht auf das Vorkaufsrecht ist die Chance, wenn es denn wirklich eine gewesen sein sollte, erstmal vertan, wenn auch noch nicht endgültig. Bevor ich Ihnen meine Gäste vorstelle, ein Beitrag von Christian Schumacher, der die Ereignisse des Tages zusammengestellt hat. Eigentlich hatte die Firma ECE unter Alexander Otto bisher nur Erfahrung mit dem Bau von großen Einkaufszentren. Doch in der neuen Mitte Altona will der Konzern nun auf 60.000 Quadratmetern zum ersten Mal Wohnungen bauen. Bausenatorin Jutta Blankau hat dafür grünes Licht gegeben, indem sie auf das Vorkaufsrecht für eine Teilfläche verzichtet. Dafür hat die ECE die Umsetzung gemeinsamer Ziele versprochen. Konkret hat ECE sich bereit erklärt, auf ihren Flächen den Drittelmix beim Wohnungsbau einzuhalten und damit ein Drittel geförderte Wohnungen zu erstellen, Flächen für Baugemeinschaften bereitzustellen, autoarmes Wohnen und innovative Mobilitätskonzepte zu fördern. Ganz freiwillig hat die Stadt dem Bauengagement von ECE allerdings nicht zugestimmt. Die verhandeln natürlich auch hart und leiten dann auch direkt über, dass man auch rechtliche Schritte gegen einen Vorgang unternimmt, der möglicherweise rechtlich dann tatsächlich wieder einkassiert wird. Da hätten wir dann allerdings eine Verlängerung des gesamten Verfahrens gehabt und das wollten wir natürlich auch vermeiden. Trotzdem hätte die Opposition ein wenig mehr Stehkraft und städtebauliches Eigenengagement erwartet. Es ist ein Trauerspiel. Ich hatte ja auf ein Wunder gehofft, dass die Stadt bereit ist zu sagen, wir kaufen diese Fläche, weil es ein einmaliges Potenzial, dort Wohnungsbau zu machen, den Wohnungsbau, den wir brauchen. Und der Verzicht aufs Vorkaufsrecht heißt jetzt, die Stadt lässt passieren, was da passieren soll. Nämlich jetzt Investoren kommen, die da ordentlich Geld rausziehen wollen. Das könnte die Stadt selbst auch machen, aber das tut sie nicht. Tatsächlich könnte die ECE nun mit einer reinen Bodenwertsteigerung von 300% rechnen. Bei der aktuellen Fläche wäre dies ein zweistelliger Millionenbetrag. Dieser müsste zwar zu einem hohen Anteil für die Erschließung der neuen Mitte Altona verwendet werden, doch ein hoher Profit würde trotzdem bleiben. Bei anderen Bauunternehmen hätte man sich um Profitstreben keine Sorgen machen müssen. Doch mit der heutigen Entscheidung bleibt das Engagement der Baugenossenschaften als Besitzstandswahrer und Garant für faire Mieten gering. Die Wohnungsbaugenossenschaften in Hamburg engagieren sich bereits in der neuen Mitte Altona und wir hätten uns sicherlich auch vorstellen können, darüber nachzudenken, weiteres Engagement dort zu generieren. Das ist natürlich so gesehen schade für uns, dass wir keine Gelegenheit haben, unsere Konzepte dort auch umzusetzen. Immerhin hat die ECE für die neue Mitte Altona ein Drittel sozialen Wohnungsbau versprochen. Bei den Altonaern beäugt man dennoch das Engagement von ECE-Chef Alexander Otto kritisch. Ich glaube, dass die Familie Otto für Hamburg sehr wichtig ist, aber ich glaube auch, dass die Familie Otto im Wohnungsbau keine Erfahrungen hat und deswegen wundert es mich, dass sie in Altona so aktiv ist. Ich würde es eigentlich besser finden, wenn die Familie Otto mit ihrem ganzen sozialen Engagement, das sie ja unzweideutig hat, dass sie dieses Engagement in Altona anders einsetzt und sagt, wir wollen hier einen bunten und lebendigen und sozialen Stadtteil hinbekommen und das wäre eine wunderbare Gelegenheit, jetzt das unter Beweis zu stellen. Ja, komme ich zur Vorstellung meiner Gäste. Den einen oder anderen werden Sie dann gleich auch wiedererkennen. Der kam schon in dem Beitrag, den Sie eben gesehen haben, vor. Ich begrüße zunächst Hamburgs obersten Stadtplaner, den Oberbaudirektor Jörn Walter. Sie werden ja in den nächsten Monaten, Herr Walter, diese Vereinbarung, es ist ja eigentlich nicht mehr als so ein Letter of Intent, so eine lose Vereinbarung, was man so gemeinsam mal machen könnte. Sie werden das konkretisieren müssen. Der Teufel liegt bekanntlich im Detail. Kann man trotzdem heute schon sagen, die vorgestellte Vereinbarung ist ein großer Schritt nach vorn? Also es sind ganz zentrale Eckpunkte, die in der Vergangenheit natürlich durchaus auch nicht unstreitig waren mit den Grundeigentümern in Mitte Altona. Das muss man sagen, zum Beispiel auch die Thematik des Wohnungsbaus. Es geht aber auch um andere Punkte, das Mobilitätskonzept und vieles andere mehr.
Und das war schon eine maßgebliche Voraussetzung jetzt auch für die Entscheidung, die hier gerade zitiert worden ist im Hinblick auf das Vorkaufsrecht und ist eine wichtige Basis für die Verträge, die sicherlich im Einzelnen noch ausgehandelt werden müssen. Kurze Nachfrage, überrascht kann ECE ja nicht gewesen sein, denn diese groben Leitlinien sind ja seit vielen Jahren eigentlich schon bekannt, weil die Bürgerschaft hat sich schon damit beschlossen, die wussten doch, was auf sie zukommt. Ja, die Forderungen, die sind länger bekannt von verschiedenen Seiten. Das Spektrum ist da auch sehr weit, da werden wir vielleicht heute ja auch noch drauf eingehen. Aber das ist natürlich immer noch mal ein Weg von der Forderung, die auch von unserer Seite gestellt wird an die Eigentümer und der Frage, ob man sich darüber einig ist, dass man die auch erfüllen will. Und da muss man sehen, war das jetzt schon ein, glaube ich, ganz wichtiger Schritt. Heike Sudmann, stadtpolitische Sprecherin der Linken. Wir haben Sie eben, wie gesagt, schon in diesem Beitrag gehört. In einer Presseerklärung haben Sie geschrieben, Renditewünsche von Grundeigentümern ist dem Senat wichtiger als preisgünstiger Wohnraum. Ist der Senat, und so muss man das ja wohl übersetzen, Handlanger der ECE-Gruppe oder wie soll ich das hier interpretieren? Diese Aussage könnte man treffen. Ich will sie nicht so treffen, aber ich finde es schon erstaunlich, dass der Senat ECE, die wir auch gehört haben im Beitrag, wohnungsbauerfahrungsmäßig eher auf Null steht, jetzt das Gelände, was ja mit Vorkaufsrecht hätte von der Stadt erworben werden können, bekommt, obwohl die Stadt eigentlich ein Interesse daran haben muss, da was anderes zu entwickeln. Und das finde ich interessant, gerade weil auch Herr Walter eben sagte, die Verträge werden auch ausgehandelt. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, was eigentlich genau in den städtebaulichen Verträgen drin stehen wird. Und ein bisschen wissen wir schon, die Senatorin hat das ja eben auch vorgestellt. Wir wissen nicht, kommen Wohnungen im ersten Förderweg. Wir wissen, dass kommen geförderter Wohnungsbau. Es kann sein, dass wir die Wohnungen, die wir gerade am meisten in Hamburg brauchen, dass davon der geringste Anteil ist. Wir wissen überhaupt nicht, wie viele Wohnungen dahin kommen. Ich weiß es jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, kommt da jetzt ein Mini-Einkaufszentrum hin, kommt da was hin, was ECE beherrscht? Oder wird ECE vielleicht sogar irgendwann sagen, ach, Wohnungsbau liegt uns noch nicht, wir verkaufen das weiter. Und da sind die Bodenwertsteigerungen auch schon enorm. Dirk Kienzschaf, stadtentwicklungspolitischer Sprecher der SPD. Auch Sie haben sich heute schriftlich geäußert und da habe ich auch eine, wie ich finde, interessante Stelle gefunden. Ich darf das mal zitieren. Sollte es nicht zu einem konkreten Ergebnis für den ersten Bauabschnitt kommen, sollte die Stadt das Vorkaufsrecht für einzelne Flächen ausüben. Das heißt, ich übersetze das wieder mal so in meine Sprache, so ganz trauen Sie ECE auch nicht beim Weg. Ich glaube, das ist jetzt ein wichtiger Schritt, der da erfolgt ist. Aber natürlich muss man jetzt verfolgen, welche konkreten Verträge werden jetzt ausgehandelt, wie sehen die Inhalte vor. Da geht es um öffentlichen geförderten Wohnungsbau, um Sozialwohnungen, um die Mischung. Das wollen wir alles vorgelegt haben und das wird ja auch geschehen. Das ist ja zugesagt worden, die Bürgerschaft hat das ja auch gewünscht. Die SPD-Fraktion, es wird auch vorgelegt und wenn das Ergebnis dann nicht stimmt, und da sind wir auch relativ kritisch, dann muss man überlegen, ob die Stadt dann das Vorkaufsrecht wahrnimmt. Aber zurzeit konnte man aus unserer Sicht das Vorkaufsrecht nicht wahrnehmen, weil sich ECE verpflichtet hat, letztendlich diesem Begehren, was die Bürgerschaft formuliert hat, was der Senat formuliert hat, nachzukommen. Im Netz wird schon fleißig diskutiert, eine Äußerung, der Senat ist Platzwart und Balljunge der Investoren. Ja, das ist ja Blödsinn. Also man muss ja ganz deutlich sagen, und Frau Sudmann hat das eben ja auch nicht so richtig gesagt, wenn es um das Thema Bodenwertsteigerung geht, da geht es darum, dass 95% abgeschöpft werden sollen. Es soll ja sehr viel abgeschöpft werden. Da gab es ja schon erste Verhandlungen zu. Es werden jetzt die Gutachten gefertigt. Da geht es dann um die Bodenwerte jetzt und um die späteren Bodenwerte. Und dann wird es zu einer Abschöpfung im großen Umfang kommen. Und das führt dann dazu, dass diese Mittel verwendet werden für die Erschließung für den Stadtteil selber. Also jetzt zu sagen, ECE wird damit auf einmal von heute auf morgen nun reich und die Stadt hat nun überhaupt nichts mehr davon. Das ist falsch und da werden wir auch drauf achten. Mario Blöhm, selbstständiger Stadtplaner. Sie mischen sich, haben sich eingemischt in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder in die öffentliche Diskussion, neue Mittelaltona, wie gesagt, eingemischt. Ja, wurde heute eine Chance vertan? War das heute ein entscheidender Tag? Es wurde auf ein Vorkaufsrecht verzichtet, so wenn ich das richtig höre. Und im Gegenzug ein Versprechen angenommen, was aber nicht richtig definiert ist. Also Herr Kienzschaf hat das ja eben angesprochen. Vielleicht wird da auch nichts draus. Und insofern weiß ich gar nicht, was man heute feiern sollte, weil eigentlich wurde was aufgegeben, eine Verhandlungsposition, das Vorkaufsrecht, wenn das so stimmt, wird aufgegeben und im Gegenzug bekommt man gar nichts. Also ich würde eigentlich erwarten, wenn das jetzt so gut verhandelt worden wäre heute, dass das auf den Tisch gelegt wird, was jetzt wirklich
ausgehandelt wurde, dann kann man es beurteilen. Momentan können wir nur sagen, Hamburg hat auf was verzichtet und nichts bekommen. Sie sind ja auch in diesem Beitrag schon vorgekommen und da haben Sie sich sehr kritisch zum ECE geäußert. Warum sind Sie so misstrauisch gegenüber dem ECE? Ich glaube, ich habe die Otto-Familie sehr gelobt. Also ich habe da nichts Kritisches gesagt. Ich habe nur gesagt, super soziales Engagement, macht mal weiter so in toll. Altona, aber lasst eure Finger mal von der neuen Mitte weg, haben Sie gesagt. Also ich habe das, glaube ich, anders formuliert. Ich habe gesagt, ich wünsche mir eigentlich, dass dieser Konzern jetzt mal richtig zeigt, was er kann. Er hat ja ganz tolle Broschüren, nachhaltig ist dann alles und jetzt wird ein Förderpreis noch ausgeschrieben für inklusives Wohnen oder inklusive Stadtentwicklung, also Barrierefreiheit, da werden noch Fördergelder, irgendwie 15.000 Euro in riesigen Summe wird zur Verfügung gestellt, damit eben Städte sich bewerben. Also dieser Konzern hat eigentlich, so wenn man die Broschüren liest, ein gewisses Interesse an einer lebendigen Stadt. Und das könnte er jetzt unter Beweis stellen. Das bedeutet auch Kleinteiligkeit, das bedeutet Baugenossenschaften, das bedeutet Autoarmut, Dialog mit Bürgern. Aber das ist ja alles, so, das können die jetzt alles machen. Aber ich sehe gar keine, ich sehe sie gar nicht. Also auf den Bürgerforen sind die Investoren nur meistens in den Sitzreihen, nicht vorne. Und ich sehe bisher auch keinen Beleg dafür, dass ich das Vertrauen finden kann. Man muss schon sagen, also auch für die Zuschauer, die jetzt vielleicht mitbekommen haben, ja, ECE soll das jetzt irgendwie bauen. Es gibt noch nichts wirklich Rechtsverbindliches. Ne? Nein, es gibt noch nichts wirklich Rechtsverbindliches. Das ist zutreffend. Andererseits muss man jetzt auch mal sagen, das sind jetzt auch Unternehmen, wo, glaube ich, auch so ein Schreiben etwas gilt. Ja. Die entstehen auch nicht so über Nacht nur mal, so aus Zufall, sondern das überlegt sich da schon jeder vorher, was er da unterschreibt auch und worauf er sich dann einlässt. Und da haben wir bisher an anderen Stellen auch mit dem Unternehmen hier keine schlechte Erfahrung gemacht. Also das muss man jetzt auch, glaube ich, schon ein bisschen ernster nehmen. Trotzdem, Sie haben recht, es muss noch in Verträge gegossen werden. Was man vielleicht noch wissen sollte, weil das auch immer nicht so ganz allgemein bekannt ist, die ECE ist ja nicht nur in diesem Bereich, übrigens schon über viele Jahre in der Vergangenheit, der Einkaufscenterentwicklung tätig. Es gibt einen großen Unternehmenszweig, der sich mit klassischer Projekt- und Immobilienentwicklung befasst. Die hatten überhaupt nichts mit Einkaufscentern zu tun. Ob das jetzt der Bahnhof in Wien ist, den die gerade mit einschließlich Umfeld herstellen, das ThyssenKrupp-Quartier in Essen, das ist ein Riesenareal, das kennen Sie. Es gibt ganz, das ist wieder der andere Zweig, das muss man ein bisschen unterscheiden. Auch hier in Hamburg baut das Unternehmen auch Wohnungen an anderen Stellen. Also ich will damit nur deutlich machen, dass man muss auch ein bisschen das nicht immer alles in einen Topf nur werfen, sondern da gibt es auch verschiedene Zweige. Und ich bleibe da zuversichtlich. Ich glaube schon, dass das ein wichtiger Schritt heute war, ein Teilschritt mit dieser Vereinbarung, den wir haben. Es gehört ein anderer dazu. Ich glaube, es ist ganz wichtig für die Stadt und auch für alle Beteiligten, dass wir diesen Masterplanbeschluss jetzt in der Bürgerschaft bekommen. Wir hatten da auch am vergangenen Freitag eine, denke ich, jedenfalls sehr konstruktive Diskussion, auch wenn da nicht immer alle ganz in allen Punkten gleicher Meinung sind. Und ich finde, am Ende muss man sehen, wir haben mit Altona eine Riesenchance für Hamburg. Da bleibe ich dabei. So zentral, so viele Wohnungen bauen zu können, das trifft im Moment auch genau unser Problem, einen Park dort bauen zu können. Also wir haben in vielen Fragen, glaube ich, auch große Einigkeit übrigens auch mit den Investoren und ich denke auch mit vielen Bürgern. Was hätte man denn, und wir haben ja gehört, so möglichst wenig Autos oder autofreies Wohnen, es kommen Parks da rein, es gibt diesen Drittelmix, verschiedene andere Sachen, die jetzt noch nicht fest vereinbart, aber in Absichtserklärung gibt es, das zu machen. Was hätte man dem Investor denn noch abtrotzen müssen? Damit Sie dann auch mal zufrieden sind. Dreh- und Angelpunkt ist doch die Frage, wem gehört der Grund und Boden? Bisher war das ja schon immer öffentlicher Grund und Boden, was das Bahngelände betrifft. Das heißt, es ist ja auch schon mal über die DB AG mal teilprivatisiert worden. Ne? Der erste Bauabschnitt ist Aurelius auch noch mit dabei. Das ist jetzt nur, das ist halt ein kleiner Teil des ersten Bauabschnitts, die Flächen von ECE. Sie nicken, sind ja noch nicht mal die Hälfte vom ersten Bauabschnitt. Was man hätte besser machen müssen, ist in diesem Fall, es ist ein Entwicklungsgebiet mit großen Chancen. Es ist ein Entwicklungsgebiet, was auch hohe Kosten haben wird. Deswegen hat der Vorgängersenat in einem Geheimpapier, was 2 Jahre lang nicht öffentlich war, gesagt, wir deckeln aber die Kosten für die Investoren auf 30 Millionen Euro. Da sagt der jetzige Senat auf meine Nachfrage, okay, wir deckeln nicht mehr. Wir wissen aber nicht, ob sie höher oder tiefer gehen. Sie wissen noch gar nicht, wie hoch die Kosten sind. Wir haben in der Bürgerschaft versucht herauszufinden, was sind denn die Gesamtkosten. Das heißt, es gibt ganz viele ungedeckte Schecks, aber man geht jetzt auf ECE zu und sagt, ihr dürft aber die Flächen jetzt kaufen von Holsten. Das, finde ich, ist ein grundsätzlicher Fehler, weil ECE natürlich als Investor ganz andere Interessen hat als die Stadt. Und natürlich, ECE betreibt erfolgreich Unternehmen, also Einkaufszentren, und wird auch weiterhin sagen, wir wollen auch erfolgreich diese Flächen vermarkten. Gut, aber dass ein Investor vielleicht mal andere Interessen hat als die Stadt, das liegt fast ein bisschen in der Natur der Sache. Deshalb gibt es ja diese Verhandlungen, deshalb gibt es diesen Kompromiss. Da ist dieser Drittelmix bei rausgekommen, unter anderem. Würden Sie denn sagen, stelle die Frage an Sie auch nochmal, was hätte man denn noch zusätzlich vereinbaren müssen?
Also ein wichtiger Punkt ist die Kleinteiligkeit. Also man redet immer von der Altonaer Mischung, die man gut findet und die man eigentlich in diesem Stadtteil auch wiederfinden möchte. Das bedeutet Kleinteiligkeit. Das bedeutet eben nicht, dass große Blöcke entstehen oder fünf Investoren diesen Stadtteil bauen, sondern viele Baugemeinschaften zum Beispiel zum Zuge kommen. Da war mal die Zahl 20-50% Baugemeinschaften. Es gibt genug Leute in Hamburg, die Interesse hätten zu bauen und Grundstücke zu erwerben. Wie schafft man das jetzt? Also das wäre jetzt die Möglichkeit. Hier gibt es eine große Fläche, die bebaut werden soll, kleinteilig werden soll. Jetzt müsste man verhandeln, wie man das macht. Wenn man das alles einem großen Investor überlässt, dann möchte der natürlich Geld verdienen. Ich verstehe das auch. Aus Ihrer Sicht ist also, die Chance aber schon jetzt eigentlich... Das wird jetzt schwieriger. Das wird jetzt schwieriger. Ja, natürlich. Oder teurer. Also das wird teurer oder die Ergänzung zum Drittel. Ja, also dem muss man jetzt widersprechen. Warum muss man dem widersprechen? Ja, das stimmt nicht. Also jetzt ging es ja erstmal darum, ob dieses Grundstücksgeschäft zwischen ECE und Holsten, ob da schon die Stadt einsteigt und das Vorkaufsrecht wahrnimmt, genau. Weil sie der festen Überzeugung ist, dass das, was man da städtebaulich machen will, nicht eintritt. Und da hat ECE gezeigt und deutlich gemacht, dass man das, was auch der Masterplan vorsieht, was die Bürgerschaft vorsieht, eben Kleinteiligkeit, sozialer Wohnungsbau, Barrierefreiheit, dass man dem folgen will. Und von daher ist der Grund auch nicht mehr dafür da, dieses Gelände zu kaufen. Und deswegen habe ich vorhin noch mal gesagt, entscheidend werden jetzt die nächsten Monate sein. Dort werden die konkreten Verträge ausgehandelt. Und dann wird es ja zu dieser Abwendungsvereinbarung oder mehreren kommen. Die werden dann auch nochmal der Bürgerschaft vorgelegt. Und dann werden wir in der Tat erst konkret wissen, wie sieht es eigentlich aus. Und bis dahin werden die Erschließungskosten festgelegt. Bis dahin weiß man, was bringt das Ganze an Bodenwertsteigerung ein. Das kommt jetzt alles noch. Aber warum zum Beispiel, dann versuchen wir das mal anders. Warum zum Beispiel steht in dieser Vereinbarung dieser Drittelmix? Nicht? Sozialer Wohnungsbau, freier Wohnungsbau und Eigentumswohnung. Weil das der Masterplan will. Die Mehrheit der Bürgerschaft sozusagen, im Ausschuss gab es eine deutliche Mehrheit dafür, für diesen Drittelmix. Und deswegen ist der Grund ja eigentlich auch weggefallen, dass man jetzt sagt, jetzt will man es nicht mehr mit ECE weiterentwickeln, sondern ECE signalisiert jetzt, dass sie dem folgen wollen. Ob sie das denn tun, das sehen wir erst, wenn die konkreten Verträge vorliegen. Und das ist das, wo ich gesagt habe, und dann prüfen wir. Und wenn wir dann merken, nee, das ist nicht so, in den Verträgen. Dann muss man darüber nachdenken, ob man das Vorkaufsrecht wahrnimmt. Aber wenn Sie dem jetzt so folgen, dann sagen wir, können wir es mit dem Investor machen, weil die Stadt kann nicht alles alleine machen. Das müssen wir auch mal ganz deutlich sagen. Wäre es überhaupt eine Option, ich hätte fast gesagt, nachdem die Stadt schon sich als Reeder betätigt, jetzt auch noch anfangen, selbst solche Gelände zu bebauen? Würde das überhaupt funktionieren? Ja, wir werden am Ende nicht selber als Stadt Wohnungsbau betreiben. Das machen wir auch an anderen Stellen nicht. Das heißt, man muss, und insoweit ist die Frage auch wichtig, immer sich klar machen, bei all diesen Themen üben wir aus oder nicht. Bis wohin können wir eigentlich selber welche Leistung erbringen? Und am Ende brauchen wir immer wieder irgendjemanden, der Wohnungen baut. Das ist auch relativ klar. Und wir betreiben ja Entwicklung auch von Gebieten an anderen Stellen. Nehmen Sie die Hafen City oder so, wo wir das ja als Stadt betreiben. Da haben wir eine eigene Gesellschaft. Ich will auch sagen, das kostet auch Geld, wenn man das selber alles macht, diese Leistungen erbringen will. Und natürlich ist deswegen immer eine Frage auch an der Stelle, lohnt sich das Ganze? Und solange, das kann man jetzt auch mal vereinfacht sagen, im gesetzlichen Rahmen sich Eigentümer dazu verpflichten, das zu vollziehen, was die Stadt an diesem Standort will, gibt es im Grunde auch eine sehr klare Regelung, dass sie das Recht haben, das dann auch durchzuführen. Schwierig wird es dann an dem Punkt, und da sind wir handlungsfähig, nämlich an der Stelle, wo jemand sagt, das bin ich nicht bereit zu verwirklichen oder ist mir wirtschaftlich überhaupt nicht zumutbar und so weiter und so fort. Dann müssen wir das prüfen. Und vielleicht habe ich noch eine weitere Klarstellung noch mal zu dem Vorkaufsrecht. Das Vorkaufsrecht ist in Wahrheit nicht das Hauptverfahren, was wir hier betreiben, sondern eher ein Unter- und Nebenverfahren hier gewesen in dem Gesamtverfahren. Das Hauptverfahren ist diese Frage, üben wir selbst eine oder führen wir eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme als Stadt durch? Und diese Entscheidung steht noch aus, die ist auch mit dem heutigen Tag und mit dem Vorkaufsrecht nicht gefallen. Und da gibt es dann auch noch sehr viele Rechte, die die Stadt hat. Herr Kienschaff hatte das gerade eben erläutert, die der Stadt noch sehr viele Handlungs- und Eingriffsmöglichkeiten auch gibt. Das muss man sehr deutlich wissen. Trotzdem lassen wir jetzt Frau Suttmann noch mal einmal erklären, was denn aus Ihrer Sicht der Vorteil wäre, mal gesetzt in dem Fall, man kann das überhaupt realisieren, wenn die Stadt da selbst massiv auftreten würde. Also der erste Vorteil wäre die Saga, die eh ja 1000 Wohnungen, also als städtisches Tochterunternehmen, die 1000 Wohnungen bauen soll. Noch haben sie nicht gebaut. Die Saga kann natürlich auch da bauen, weil die Saga GWG soll ja auch auf einmal eine neue Universität bauen für 2,3 Milliarden Euro. Das heißt, sie kann bauen, da wäre genug Möglichkeiten da. Der Vorteil wäre, dass wir
die Möglichkeit hätten zu sagen, da kommt wirklich auch geförderter Wohnungsbau hin. Wir haben einen großen Dissens, weil wir als Linke sagen, die Zahl, ich will den Drittel aber ganz kurz sagen, wir als Linke sagen, die Zahl, die der Senat sagt, ein Drittel von den 6.000 neuen Wohnungen sollen geförderte Wohnungen, also 2.000 Wohnungen. Wir haben jährlich einen Abgang von mehr als 2.000 Sozialwohnungen, die sind nicht mehr gebunden. Diese Wohnungen, die Sie jetzt bauen wollen, sind 15 Jahre lang nur gebunden. Nach 15 Jahren kann ECE sagen, super, jetzt kann ich da Eigentumswohnungen draus machen, alles Mögliche, weil wir wissen nicht, ob sie die Abgeschlossenheitserklärung verhindern werden. Aber wir haben in Hamburg fast 60% Haushalte, die so wenig Einkommen haben, dass sie einen Anspruch auf eine geförderte Wohnung haben. 60%. Und dann bauen wir bei 6.000 neuen Wohnungen mal schlappe 2.000. Das geht gar nicht. Ich finde, das ist schlapp. Ja, aber diesen Anspruch müssen Sie formulieren. Wenn Sie von vornherein aus Angst vor den Investorinnen sagen, wir wollen aber nur 2.000 haben, dann verschenken wir große Chancen. Aber ich frage Sie mal als Stadtplaner, ist es vielleicht klug, genau diesen Drittelmix zu machen, dass nämlich in einem Gebiet nicht nur in Anführungsstrichen dieser Bevölkerungsteil wohnt oder dieser Bevölkerungsteil, sondern nämlich eben genau dieser Mix, der dann ja auch politisch erwünscht sein kann. Wir haben ja Erfahrungen mit Bauvorhaben aus den 60er, 70er Jahren, wo genau das nicht gelungen ist. Ist es deswegen vielleicht alleine schon klug, sowas zu machen? Also ich denke, aus meiner Sicht ist Stadtplanung ein ausgleichender Faktor. Man versucht eigentlich, den Markt, der ja natürlich sich selber organisieren kann, nicht nochmal nachzubilden, sondern man versucht eigentlich, einen Ausgleich zu machen. Und Frau Sudmann hat das eben erklärt, wenn wir ein gewisses Defizit haben oder eben viele Wohnungen aus der Bindung verlieren, dann müssen wir als Stadt schauen, wie kriegen wir den Ausgleich hin. Und das wäre jetzt eine Möglichkeit, in diesem Areal einfach Sozialwohnungen oder Genossenschaftswohnungen, also preisgünstigen Wohnraum zu erstellen. Und diese Planungen mit Eigentumswohnungen und der ECE zielen nicht darauf ab, günstige Wohnungen zu schaffen. Das kann man dem Unternehmen nicht vorwerfen, weil das ist natürlich renditeorientiert. Aber wenn man das als Stadt erreichen wollte, wenn man sagt, wir wollen uns kümmern um günstigen Wohnraum und das langfristig, also nicht nur 15 Jahre, wie Frau Sudmann eben erklärt hat, dann muss man das jetzt machen. Aber man macht es nicht. Also die Chance läuft jetzt durch. Und nachher muss man teuer zurückkaufen, dann muss man wieder Private überreden, sozialen Wohnungsbau zu machen, anstatt dass man selber macht. Also man fördert nochmal nachher nach. Stichwort teuer ist ein ganz schönes Stichwort, weil natürlich ging sofort die Diskussion los. Ja, ist ja klar, wenn da jetzt gebaut werden kann, dann werden diese Quadratmeterpreise von, man sagt jetzt so gut 260 Euro soll angeblich gezahlt worden sein. Ich weiß es nicht, also auf jeden Fall spukt die Zahl so herum. Die werden sich deutlich erhöhen und dann wird natürlich dieses gesamte Gelände unendlich viel wert sein. Und schon ist ECE dann irgendwie eine reiche Firma, ist sie jetzt auch schon, aber die hat sich dann dumm und dusselig daran verdient. Da muss man, glaube ich, auch nochmal drüber diskutieren, was da denn dran ist oder was nicht dran ist, machen wir nach der Werbung. Ja, Thema heute die neue Mitte Altona. Ja, ECE soll jetzt bauen. Es gibt eine entsprechende vorläufige Vereinbarung mit der Stadt. Man ist sich einig geworden. ECE hat das Gelände gekauft, vor wenigen Wochen erst von der Firma Holsten, hat dafür einen moderaten Preis gezahlt. Und Herr Klintschaff, jetzt wird dieser Grundstückspreis in die Höhe schnellen. Davon ist auszugehen. Was glauben Sie, um 100, 200, 300, 400%? Also er wird deutlich nach oben gehen. Wie viel 100% das nun sind, das wissen wir jetzt nicht. Aber das wird ja auch erstmal festgestellt werden. Also das ist klar, es wird eine Bodenwertsteigerung. Also man kann jetzt schon sagen, gutes Geschäft für ECE. Nee, das kann man wiederum nicht sagen. Also das ist, sagen wir, kein schlechtes Geschäft sein wird, sonst hätten sie wahrscheinlich investiert. Ja. Kann man auch nicht verlangen. Aber es wird so sein, dass die Stadt natürlich auch Einwirkungsmöglichkeiten hat. Das heißt, sie kann diese Bodenwertsteigerung zum großen Teil abschöpfen und für die Entwicklung des Gebietes nutzen. Das wird ja immer vergessen in der Diskussion. Das heißt, dadurch, dass wir ein neues Planungsrecht schaffen, führt das nicht nur dazu, dass ECE mehr Geld in der Kasse hat, sondern ein Großteil davon fließt eben zurück in die Stadt bzw. in das Gebiet und kann sinnvoll eingesetzt werden. Und da sind wir bei. Was werden die denn bezahlen? Haben Sie Infrastruktur da? Wenn eine Kita hinkommt, kommt da die Schule hin? Wofür soll ECE eigentlich zahlen? Das wissen Sie auch, Frau Sudmann, da kann man diverse Dinge machen. Ja, aber ich will genau wissen, was machen Sie da? Die Erschließung machen. Da sind wir doch aber jetzt dabei, das alles auszuhandeln. Das ist doch das Interessante.
Interessante. Deswegen ist das jetzt ein wichtiger Schritt, den wir heute gemacht haben. Und es ist eine Entscheidung, wo wir gesagt haben, es wird das Vorkaufsrecht nicht wahrgenommen. Aber das richtig Spannende kommt ja jetzt nach Verabschiedung des Masterplans in der Bürgerschaft. Dann haben wir die rechtliche Grundlage dafür, dass wir jetzt die Vereinbarung dann treffen können mit den einzelnen Unternehmen. Und da wird das dann geregelt sein. Da können wir dann Erschließungsmaßnahmen in Form von Straßen, aber auch soziale Infrastruktur. Das kann man alles machen. Aber wichtig ist ja wirklich, dass in der Bevölkerung nicht der Eindruck entsteht, da hat jetzt ein Investor ein Schnäppchen gemacht. Nicht? Und findet das jetzt toll, diese 40.000, glaube ich, Quadratmeter da günstiger gekauft zu haben und jetzt irgendwie plötzlich, wie Sie sagen ja selbst, das ist ja gar nicht so unrealistisch, von 100, 200, 300, 400% zu reden. Also nochmal, das Geld bleibt nicht bei dem Investor. Also man kann das ziemlich klar sagen, deswegen, wir haben da ja diese städtebauliche Entwicklungsmaßnahme und wir haben als Stadt das Recht, und das wissen die Investoren auch, das, was an Bodenwertsteigerung tatsächlich durch diese Entwicklung stattfindet, zu nutzen und einzusetzen für die Entwicklung des Gebietes. Und die groben Positionen, Frau Suttmann, das muss ich sagen, sind im Grunde genommen schon bekannt. Das kennen die Beteiligten. Ein Riesenposten wird wahrscheinlich der größte. Die gesamte Frage der Sanierung und Kampfmittelräumung sein. Das wird ein spürbarer zweistelliger Millionenbetrag sein, der hier aufgewandt werden muss, um das Gelände herzurichten. Wir haben die gesamten inneren Erschließungsmaßnahmen. Das wird auch eine sehr große Position sein, mit Sicherheit. Und dann kommen natürlich mit vielen weiteren Themen, ich sage nur mal Stichwort Mobilitätskonzept, wenn wir das ernst meinen, wenn wir das umsetzen, das wird auch mit Kosten, mit zusätzlichen verbunden sein. Wir werden das Thema des Parkes haben und wir werden noch eine Reihe von anderen Dingen haben. Und das muss man jetzt auch mal sagen bei diesem Drittelmix. Natürlich bedeutet das in Wahrheit, und so rechnet jeder, der da investieren will, wenn ich sage, ein Drittel, und das sind in dem Gebiet etwa 500, 550 Wohnungen am Ende, dann heißt das natürlich auch, ich kann da nicht jeden beliebigen Bodenpreis im Grunde genommen realisieren, sondern der ist auch nach oben hin am Ende dann mal gedeckelt, nämlich bis dahin, wo man überhaupt noch fördern kann. Wir erkennen da ja nicht alles an. Und das sind auch wirtschaftliche Folgen, die solche Entscheidungen, auch solche Vereinbarungen für diejenigen, die das realisieren müssen, egal ob sie jetzt ECE, ob sie Genossenschaft oder Baugemeinschaft heißen, natürlich schon auch sehr relevant sind und auch Kosten verursachen. Und das werden wir vorlegen, das haben wir auch immer gesagt, das ist in der Verhandlung, da gehören noch viele andere Positionen, auch Planungskosten mit dazu, auch das ist alles nicht so ganz billig, da reden wir auch in Wahrheit über am Ende bei einer solch langen und großen Entwicklungsmaßnahme über auch Millionenbeträge. Also das muss man schon sehr realistisch sehen, da kommt noch einiges da, was wir darlegen werden. Ich will aber vielleicht auch noch eines, was wichtig ist zu wissen. Davon auszugehen, dass aus der heutigen Entscheidung nur die ECE da baut, ist Blödsinn. Das ist ja nicht das Ziel, da sind wir ja gar nicht auseinander und das ist natürlich, Herr Blöhm, auch Verhandlungsgegenstand, dass wir wollen das weiter aufteilen, wir wollen ein gemischtes Quartier, wir wollen nicht nur, dass es da drei Bauherren gibt, sondern das werden am Ende viel mehr sein, wir werden am Ende auch viel mehr solche Vorkaufsrechtsvorgänge haben deswegen, die wir dann zu entscheiden haben, wo es dann immer darauf ankommen wird. Verpflichtet sich einer, diese Ziele, die wir als Stadt verfolgen, im Masterplan und dann auch in Verträgen festgelegt haben, umzusetzen, ja. Das finde ich jetzt aber spannend, weil das wurde heute in der Pressekonferenz, zumindest habe ich das noch nicht verstanden, nicht so deutlich, dass es das geben kann. Beruhigt Sie das? Wenn Sie es mir auf den Tisch legen und es schriftlich ist und ich das nachvollziehen kann, dann würde ich sofort sagen, super. Ja. Aber bisher ist das alles nur Versprechen und die Einlösung ist nämlich das Wichtige. Also wenn zum Beispiel eine Baugruppe sagt, wir wollen hier Eigentum erwerben, um dann unser Haus zu bauen mit 10 anderen Leuten zusammen. Da gab es jetzt in der Bürgerbeteiligung viele, die sagten, wie machen wir das denn jetzt? Wie kommen wir an ein Grundstück? Wie ist das Verfahren? Ja. Da gibt es keine Antwort bisher. Und damit kann man sich natürlich auch nicht darauf verlassen. Und wenn der Preis zu teuer wird, wenn ECE oder jemand anderes, die 112. Panther KG oder wie die ja alle heißen, wenn die sagt, wir würden aber ganz gerne für unser Grundstück 1200 Euro pro Quadratmeter haben am Ende und dann lohnt sich nur noch Eigentumswohnungsbau und dann können viele nicht mithalten, dann fliegen die raus. Und da würde ich gerne wissen, wie die Stadt Hamburg das verhindern möchte. Das ist bisher nicht klar. Also deswegen kann man sich zwar Kleinteiligkeit wünschen, man muss es aber so eintüten, dass es auch wirklich umsetzbar ist. Und das wäre jetzt der Zeitpunkt, das zu tun und nicht jetzt schon mal die Signale auf grün zu stellen und zu sagen, wir wollen den Investor haben, sondern den Investor wollen wir eigentlich nur haben, wenn er sich sozusagen zu diesen Zielen, die wir vielleicht sogar gemeinsam haben, richtig, das ist aber doch eine spannende Frage, Herr Klinchef. Also das heißt, dass ECE diese Grundstücke oder dieses Grundstück, was sie jetzt im Ganzen gekauft hat, also weiter veräußern kann?
Es ist eigentlich Ziel, dass das ECE sozusagen Teile jedenfalls davon weiter veräußert. Das haben wir ja auch immer in der Bürgerschaft gesagt. Diese kleinteilige Entwicklung steht ja auch in unserem Petitum drin. Auf die kommt es ja drauf an. Die Wertsteigerung der Grundstücke, da nicht, kommt die da nicht in ein etwas anderes Licht? Ja gut, das wird ja jetzt alles klar nochmal dargelegt werden. Wie sind die Wertsteigerungen sozusagen? Das ist ja das, da gebe ich Ihnen ja recht. Das ist ja nur ein ganz kleiner Schritt jetzt gewesen. Wichtig sind wirklich die nächsten Monate. Und da wird das auf den Tisch kommen, Frau Suchmann. Und da können wir uns dann in der Bürgerschaft darüber austauschen, ob das nun richtig ist oder nicht richtig ist. Aber ich glaube, die nächsten Monate, die sind ja das Entscheidende. Da wird es drauf ankommen. Da sind dann auch die gefragt, die jetzt Interesse dran haben. Wie geht das eigentlich? Da wird das dann ausgehandelt. Wie sieht es mit der kleinteiligen Vergabe aus? Und es ist nie unser Ziel gewesen, dass wir gesagt haben, wir haben einmal ECE und dann haben wir einen zweiten Investor und das ist es dann. Und vielleicht noch mal die Saga. Sondern wichtig war für uns, und das sind ja keine Lippenbekenntnisse, dass wir gesagt haben, wir wollen die Vielfältigkeit an Bewohnerstruktur, aber auch an Eigentümern. Und das wird jetzt das sein, wo es auch einen klaren Auftrag an die Behörde gibt, seitens der Regierungsfraktion, das auszuhandeln. Sie haben das aber heute in einer rhetorischen Fragestellung schon mal gefragt. Ja, ist denn auch wirklich sicher? Ich weiß jetzt nicht, ob die nicht weiterverkauft. Jetzt hören wir, sie wird weiterverkauft auf jeden Fall. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Sind Sie jetzt beruhigt oder besorgt? Also ich bin eher besorgt, weil genau wie Herr Blüm sagte, wir wissen nicht, was Sie aushandeln werden. Noch haben Sie gar nicht ausgehandelt. Sie wissen nicht eben die Kleinteiligkeit. Ja, wir wissen aber nicht, ob die ECE, das ist ja ein Vertrag zwischen ECE und Holsten, wo die Stadt nur das Vorkaufsrecht ausgibt, ob die ECE jetzt von Ihnen als Stadt verpflichtet wird, dass sie nur zu einem bestimmten Preis weiterverkaufen kann, dass sie nicht preistreibend wird, das wissen wir nicht. Zweitens wurde uns in der Bürgerschaft immer gesagt, wir brauchen erstmal den Masterplan, überhaupt mit den Interessenten quasi verhandeln zu können. Heute, der Masterplan ist noch nicht durch die Bürgerschaft durch, heute macht man schon mal einen Vorkaufsvertrag und das ist natürlich ein Signal an die anderen, liebe Leute, wir werden diese sogenannte Abwendungsvereinbarung treffen, damit ihr da das machen könnt, was ihr wollt. Das finde ich geht nicht. Und nochmal ein weiterer Punkt, wir in der Bürgerschaft diskutieren, der Kienschaft, wir haben am Freitag haben wir im Ausschuss lang und breit darüber gesprochen. Die Verwaltung ist ja wahnsinnig schnell, man muss sie schon fast loben, es liegt ein Wochenende dazwischen. Ja. Am Freitag gab es keinerlei Hinweise, dass ECE da einsteigt. Heute am Dienstag kommt jetzt in einer riesen Pressekonferenz, wir machen das so und so. Und Sie können mir heute noch nicht sagen, was genau werden Sie vereinbaren, wofür wird ECE bezahlen, was wird er an Infrastruktur bezahlen. Sie sagen, es ist alles ein offener Prozess. Aber das ist der Kliniker die ganze Zeit, dass die nächsten Monate jetzt irgendwie dauern. Und dann kommen Sie und werden sagen, das Vorkaufsrecht wird nicht. Geht dann zurück, so haben Sie Ihre Pressemitteilung heute. Ja. Dann werden Sie sagen, Sie treten zurück. Kann die Stadt noch zurücktreten? Ich muss noch mal wirklich auf Folgendes noch mal hinweisen. Ich muss es zwar jetzt noch mal kurz wiederholen. Das Hauptverfahren, was wir in Altona durchführen, ist ein Verfahren nach § 165 über die Frage, führen wir eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme vor. Die Stadt hat parallel sich eine Verordnung gegeben für dieses Gebiet mit einem besonderen Vorkaufsrecht. Genau. Das ist ein unabhängiger Rechtsvorgang, der auch entschieden werden muss nach Gesetz innerhalb von 2 Monaten. Also das ist ganz klar, wenn man so einen, es kommt auf den Zeitpunkt an, man wird der Kaufvertrag eingereicht und dann tickt eine Frist und dann muss man entscheiden. Und da gibt es auch gewisse Grenzen oder einen gewissen rechtlichen Rahmen, in dem wir zu entscheiden haben. Den haben wir geprüft. Das überlagerte sich jetzt mit dem etwas länger dauernden Verfahren nach der Entwicklungsmaßnahme. Wir mussten eine Entscheidung treffen. Und da spielte die Frage, seid ihr in den Eckpunkten bereit, uns auf die Ziele, die wir ja in Wahrheit auch schon kennen und dass die ECE da schon länger mit dabei ist, das wissen Sie auch alle. Und zwar nicht nur seit einem Jahr, sondern da gab es ja schon länger einen Vorvertrag, weil Sie auch als Berater für Holsten schon früher tätig waren in der ganzen Angelegenheit. Also kurzum, aber der Fall des Verkaufes ist eben jetzt eingetreten. Und solche Verkaufsfälle wird es in Zukunft auch geben. Und das ist in Wahrheit auch gut so, weil wir, das sage ich klar dazu, sonst gar nicht zu den Zielen kommen, wo wir gar keine Differenzen haben. Ein gemischtes, ein kleinteiliges und am Ende möglichst lebendiges Quartier zu bekommen. Ich würde Herr Blüm gerne einmal noch mal bitten, uns noch mal ganz kurz und den Zuschauern zu erklären, was versteht man eigentlich unter kleinteilig? Was heißt das eigentlich genau? Das bedeutet, dass nicht ein ganzer Straßenblock umgeben von einer Straße, von einem Investor gebaut wird, sondern dass man Haus für Haus baut, dass man eben eigentlich traditionell 14 Meter Hausfront hat, dann kommt der Nächste, dann kommt der Nächste und dadurch kriegt man auch die Vielfalt, auch mit unterschiedlichen Architekten. Warum bekommt also nicht man ein großer Block und eine Tiefgarage Aber ein großer Investor könnte auch unterschiedlich bauen. Ja, meistens sieht das aber dann nicht so aus.
sondern okay. das sieht so aus wie das Jessen-Quartier in Altona. Ein Riesenklotz, ein großes Tortenstück und darunter ist eine Tiefgarage und dann gibt es 16 Eingänge oder 12 Eingänge mit A, B, C, D und so sieht das dann aus. Also eigentlich geht es darum, wenn man wirklich Vielfalt machen will und auch die Nachbarquartiere sich nochmal anschaut, wie viele unterschiedliche Baustile, wie viele unterschiedliche Architekten, wie viele unterschiedliche Hausgemeinschaften. So müsste man das machen. Also klein parzellieren wird aber und auch, keine Tiefgarage. Aber kommt mir jetzt, bin der absolute Laie, kommt mir jetzt aber so vor, als wenn das teurer wird. Wenn man alles ganz unterschiedlich macht und nicht so ein mehr oder weniger schönen großen Klotz dahin baut, den man so durchplant und davon 5 Stück in einer Reihe. Das, was Sie vorschlagen, wird teurer, muss man auch dazu sagen. Vom Bauen wird es teurer. Von der ganzen Verfahren, wenn Sie das Jessen-Quartier zum Beispiel nehmen, da ist Verfahren wird sehr komplizierter. Nein, also die größeren Players, wie die das machen, die legen ja einen Fonds auf. Da sind dann wieder Provisionen für diejenigen, die den Fonds weiterverkaufen, über die Sparkasse oder wen auch immer. Da kommen ja zusätzliche Kosten, die kommen beim anderen Verfahren gar nicht vor. Oder diese Zwischenhändlerfunktion, der eine entwickelt, Projektentwickler, der nächste ist dann der Bauherr und der dritte verkauft das die Eigentumswohnung. Da sparen wir natürlich ungeheuer. Wenn die Baugemeinschaften selber bauen können, dann brauchen sie nicht nachher kaufen ihre Eigentumswohnung, sondern die haben sie selber gebaut. Dann wird sie billiger. Zweiter Aspekt, wenn ich noch die Zeit habe, das ist das Thema Autoverkehr. Deswegen ist es also ganz wesentlich zu überlegen, wie ist die Mobilität in dem Quartier. Wenn ich ein Autoquartier baue, brauche ich Tiefgaragen. Dann schaffe ich das natürlich nicht Haus für Haus. Wenn ich aber ein autoarmes Quartier baue, dann brauche ich keine Tiefgaragen und dann kann ich eben 14 Meterweise einzelne Häuser bauen. Spare Baukosten. Eine Tiefgarage pro Stellplatz 25.000 Euro. Die spare ich. Also ich kann sparen, wenn ich ein anderes Verkehrskonzept habe in Altona. Und deswegen würde das Hand in Hand gehen, dass man sagt, Kleinteiligkeit und Autoarmut passen zusammen. Okay. Wir haben in diesem Beitrag, den wir ganz am Anfang gesehen haben, einen Vertreter dieser Baugenossenschaften gehört. Der sagte, das ist irgendwie schade, dass wir jetzt da raus sind aus dem Spiel. Herr Tischoff, können Sie dem heute Abend sagen, stimmt gar nicht, Sie sind gar nicht raus aus dem Spiel, bleiben Sie mal dran am Ball? Ja, natürlich kann ich Ihnen das sagen. Das wissen die auch. Die Genossenschaften sind ein wichtiger Player in dem Bereich. Die sollen sich auch engagieren. Da gibt es ja viele Gespräche, die schon geführt worden sind. Und das ist ja kein Signal jetzt in diesem einen speziellen Fall, was sozusagen mit der Gesamtstrategie ja überhaupt noch nichts zu tun hat. Wie gesagt, die Verträge kommen ja erst noch. Das bedeutet natürlich, dass sie die Genossenschaften weiter engagieren sollen. Und wir wollen sie auch, dass sie in diesem Quartier investieren, genauso wie Saga und GWG. Und von daher muss ich ein bisschen mehr Zuversicht eigentlich abverlangen von den Genossenschaften. Ich bin ja selber Genossenschaftsmitglied, ich habe da immer sehr viel mehr Zuversicht und würde mich auch etwas mehr engagieren, das können die auch machen. Und von daher, Sie sind herzlich willkommen und wir werden Sie auch berücksichtigen. Das Thema Kleinteiligkeit wird für uns eben auch ein wichtiges Thema sein. Nur nochmal, um das auf die Frage zurückzukommen. Vorkaufsrecht nach 165, was wir da machen, kann immer noch ausgeübt werden. Hier ging es alleine also wirklich in diesem... Der Preis von heute wird festgelegt, weil es ist ja ein zweites Vorkaufsrecht. Es geht ja sozusagen darum, dass wir sowieso diese Planungsgewinne oder die Bodenwertgewinne jetzt zum Großteil abschöpfen. So. Also nur zu heute zu sagen, dass wir jetzt etwas aus der Hand geben, was wir nicht wiederkriegen, das ist falsch. Die große Entscheidung, die kommt erst noch. Das will ich einfach nur noch mal sagen. Und da sind wir dabei, das entsprechend ja auch in der Bürgerschaft dann zu beraten. Ich würde dann weiter, bitte, bitte um eine relativ kurze Antwort noch mal bitten. Wagen Sie denn eine Prognose, wann es losgeht im ersten Bauabschnitt? Also ja, wir haben schon die ernste Hoffnung. Also wir müssen jetzt, wenn der Masterplan beschlossen ist, den Bebauungsplan aufstellen. Wir werden sicherlich für diese Planungsphasen, auch dann für die ersten Hochbauwettbewerbe, von denen ich sicher bin, dass sie kommen und dass wir sie auch mit zum Gegenstand dieser Vereinbarungen machen, gehe ich davon aus, dass wir im Laufe des Jahres 2014 da mit dem Bauen beginnen können. 100% weiß ich das auch nicht. Da müssen viele mitmachen. Die Bürgerschaft muss beschließen. Im Bezirk Altona muss es auch mehr. Und ich hoffe natürlich auch, dass es uns gelingt, so ein bisschen. Ja, aber das konnte man nicht verstehen. Die Bürgerinnen und Bürger wollen Sie mitnehmen. Genau. Das ist ja auch Zeit. Gucke ich gerade Herrn Blömer. Wir sind auch schon lange in der Diskussion. Und dann könnte das aber, glaube ich, so aus der heutigen Perspektive gelingen. Es gibt noch einen Punkt, den ich nicht verstehe. Also, Sie haben mich jetzt angeguckt, weil ich die Bürger berate in Altona. Die haben sich gestern Abend getroffen, die sind sehr frustriert über das Verfahren. Nicht, weil es so lange dauert, es sollte schneller gehen und es sollte umgesetzt werden. Die Bürgerforderungen, die klar formuliert worden sind, die auch im Stadtentwicklungsausschuss reingegeben worden sind, werden von der Politik einfach nicht aufgegriffen. Nee, das ist, Sie machen... Jetzt machen wir Entschuldigung, leider... Jetzt machen wir ganz neuen Deckel auf. Herr Klinger spricht ja schon direkt auf an. Das kriegen wir jetzt leider nicht mehr hin, jetzt auch noch über Bürgerbeteiligung zu reden. Das wäre, glaube ich, mal ein abendfüllendes Programm. Nicht nur in Bezug auf Neue Mitte Altona, sondern insgesamt, wie sich das bewährt hat. Ich muss an dieser Stelle einfach Schluss machen. Herzlichen Dank für die Diskussion. Vielen Dank für Ihr Interesse.